Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem weiteren Unboxing-Video. Und zwar zu der DJI Mavic Pro Fly More Combo und davon der Tasche. Das ist das letzte Paket, was ich öffne heute. Ja, und unter anderem neben Akkus mit oder beziehungsweise mit natürlich neben Akkus, neben Propellern, Ersatzpropellern, neben weiteren Lademöglichkeiten mit so diesem Ladehub und so weiter, ne, gab es halt auch noch eine Tasche zu dem ganzen Gerät, beziehungsweise dem Zubehör. Die soll relativ klein sein, sehr, sehr kompakt, sehr, ja, sehr eng, aber von der Qualität her soll das Teil relativ gut sein und naja, wie auch immer, das kommt dazu. Kostet, wenn man es so separat kauft, ich glaube 80 bis 90 Euro. Naja, und ich schaue mir das Teil mal an. So, erstmal so, durch die Verpackung. Einmal hier Mavic, Seriennummer, bla bla bla. Dann hier ein Aufkleber, also hier ist nichts, da ist auch nichts und dort wieder nichts und hier auch nichts und da auch nichts. Nur ein Kleber. Void if damaged. Also sprich im Grunde nicht akzeptieren, wenn das Teil beschädigt bzw. ja, abgenommen wurde, gerissen, aufgeschnitten. Zum Beispiel so. So. Dann mache ich das ja mal auf. So. So. Und einmal rausgezogen. So, mal schauen, ob das tatsächlich dann hier reinpasst. Das ganze Teil mit den mit mehreren Akkus und so weiter und so fort. Im Grunde kann man sagen, von der Größe her ist das ja vielleicht etwas größer als für so eine ja, Spiegelreflex oder diese Systemkameras und so weiter. Ne? Also wenn hier der ganze Mavic mit dem ganzen Zubehör, naja, nicht alles, aber zumindest das Wichtigste, was man braucht. Wenn das hier reinpasst, dann bin ich schon zufrieden. So, hier einmal den Pinöpel. Den mache ich einmal ab. So. Abgeschnibbelt. Dann einmal reingeguckt. Achso, ja, bezüglich der Pflegeanweisung und so weiter, ne? Nicht waschen, nicht bügeln und so weiter und so fort. Aus was besteht das Teil jetzt? Produktname Mavic Schultertasche, aufrecht in Klammern. Farbe elegantes Schwarz, Material 65% Polyester, 30% Nylon und 5% Leder. Ganze 5%, aha. Hergestellt in Shenzhen, in China. Qualitätsstandard qualifiziert, autorisiert von SZ, DJI Technology Co. Ltd. Kurz DJI. Okay, na gut. Ja, und dann halt wie gesagt, Pflegehinweise. Man darf im Grunde nichts damit machen. Maximal vielleicht abwischen mit einem Tuch oder so, aber nicht befeuchten. Ja, und dann gehe ich einmal durch die Tasche. Beziehungsweise erstmal hier so von außen, weil so ein kleiner Dacia oder was ist das? Naja, wie auch immer. Dann hier Reißverschluss, um irgendwelche Dinge reinzulegen. Vielleicht auch zum Beispiel Unterlagen, ein Versicherungsnachweis, den man natürlich zum Fliegen benötigt. Beziehungsweise grundsätzlich eine Versicherung. So, dann hier einmal aufgemacht. Dann hat man hier auch nochmal eine Tasche. Eine Seitentasche bzw. eine Vordertasche. Hier kann man irgendwas reinpacken. Lass ich mal offen. Dann hier auf der linken Seite. Ja, halt, hier kann man Akkus oder sonst irgendwas reinpacken. Dann hier so eine Umhängemöglichkeit. Da ist auch dieses Band dazu natürlich drin. Ich mach das hier schon mal auf. Hinten die Möglichkeit, das Teil auch an den Gürtel zu befestigen. Hier wieder diese seitliche
Seitentasche, ne, für den nächsten Akku. Und hier dann auch wieder für das Hängeband. Dann hier einmal aufgemacht, hat man hier oben auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwas reinzustecken. Zum Beispiel irgendwelche Kabel oder halt Speicherkarten und so weiter. So, dann hier drin. Einmal gehe ich mal davon aus, ja nee, ich glaube hier kommt die Mavic rein. Hier ist auch das Band zum Befestigen der Tasche als Umhängetasche. So. Und ansonsten geht es hier relativ eng zu. Also da ist nicht so viel Platz. So. Nochmal dieses Silikatgel. Ja. Ich schau mal, ob ich da tatsächlich die Mavic und den Controller, war hier, ne? Mavic, Controller, Speicherkarten, irgendwelche Kabel möglicherweise noch, die man braucht, ne? Zum Anschließen vom Handy. Dann Akku. Akku, was brauche ich noch? Ja, vielleicht noch den vierten Akku. Ne, den dritten Akku, so. Nee, doch, vierten, weil einer ist hier drin. 1, 2, 3, 4 Akkus. Das passt soweit. Was brauche ich noch? Ersatzpropeller, die müssten hier auch reinpassen. Ansonsten, oh, also hier, ich glaube, hier passt relativ viel rein. Hier auch nochmal die Möglichkeit, ne? Ja, ich denke, die Tasche erfüllt seinen Zweck. Sieht nicht schlecht aus. Ja, stinkt nicht. Riecht ein bisschen nach Kunststoff, aber es geht. Und hier unten dann nochmal ein bisschen so eine Stärkung, ne, für den, wenn man das Teil irgendwo auf den Boden hinlegt. Was ich aber nicht vorhab. Ja, und dann halt hier das DJI-Logo. Ist ganz nett. Ich denke mal, gut, der Preis ist ein bisschen überzogen. Die Verarbeitung ist recht gut. Ich würde mal sagen, so 60 Euro oder 50 Euro hätten es auch getan. Ne? Aber gut, DJI nutzt den Markt zurzeit. Die sind Marktführer und so eine kleine, so einen kleinen Quadcopter wie den DJI Mavic, den gibt es zurzeit von der Konkurrenz nicht, beziehungsweise der von dem Konkurrenten GoPro kommt, der ist ja, nicht der Rede wert. Und deshalb können sie natürlich auch solche Preise verlangen. Ne? Okay. Mehr kann ich euch über die Tasche hier nicht zeigen. Ich habe soweit auch alle Gerätschaften, die ich hier bekommen habe, geunboxt. Ich hoffe, dass euch die Videos gefallen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich Tschüss.